So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich grüße auf dem anderen Ende meinen Kollegen, ja, Kamsai, oder richtig? Haben Sie? Kamsi, genau. Er ist hier mit der Partie auf seinem eigenen Hof und wird sich ab und zu mal melden. Ja. Genau. Macht nichts, ist ja nicht so tragisch. So, ja, gut. Ich werde erstmal sehen, dass ich, ja. Ich überlege mal wegen Fahrzeuge. Ich brauche erstmal ein LKW. Brauchst du auch ein LKW? Ja, ich muss mal schauen, was ich überhaupt durchs habe. So, nehmen wir Schönes. Ich werde gleich mal Schweine besorgen. Macht das. So. Ich kaufe mir schön einen blauen LKW. Oder mieten. Ich werde mieten. Mieten will ich mal. So, zurück. Dann brauche ich einen Tieflader. Jo, Tieflader. Haben wir da Schönes. Langes her. Jetzt habe ich kurz ein schwarzes Bildschirm. Dann meldet sich der andere Programm hier. Kurze Unterbrechung. So, Tieflader. Aber den kaufe ich. Zurück. Und dann kaufe ich noch ein Forstgerät. Forstmaschinen. Pinose. Ja, liebe Schauer, das hier Runde beginnt komplett neu als neuen Let's Play. Wir wollen beide mal so ein bisschen nebenbei arbeiten. Nicht als Konkurrenz, sondern einfach mal so. Als Nachbarn. Als Nachbarn. Und wollen Spaß beim Spiel haben. Überlege gerade wegen dem, was ich mit Biertransport machen soll. Bier. Liefern kann man es auch lassen, oder? Tiere, ja, kannst du auch machen. Aber das ist teuer, ne? Naja, bei der Entfernung muss ja auch ein Fahrzeug haben, ne? Kannst du, machen, wie du willst. Ein Vieranhänger kommt gerade geflogen. So, jetzt kann ich beim Händler abholen, oder? Richtig. Wenn du mich gerade siehst, bin ich aber schwer an Arbeiten. Wenn wir zum Händler düsen und dann gleich zum Viehhändler. Der hört zu. Ja, zu. Nee, das auf. Die Lenkung da ist ein wenig gewöhnungsbedürftig beim Fasttrack. Achso, du hast ja Dings hier. Jetzt können wir
Das kann man aber umstellen, oder? Lenkmodus wechseln, ne? Ja, kann man. Muss schon mal über die Kante rollen. Aber wir müssen Lenken auch noch mal ganz kurz aktivieren. Weil das eine Programm hat sich bei mir aktiviert und da war das Bild weg. Das eine Programm meldet bei mir jetzt nur 3 Tage. Ich muss den Auto verlängern. Aber ich will es gar nicht verlängern. Ich finde das Loch nicht. Das fehlt Decke. Aber jetzt habe ich es. So. Die sind warm. Ja, ich kaufe mir erstmal einen Harvester und dann werden wir den mit Holz machen. Dann wird das Geld verdienen. Schnellerweise. So. Müssen wir noch umfahren? Ja, ich bin da dort unterwegs noch. Das sind ein bisschen weiter als, ne? So. Ja, also vorhin habe ich es probiert vom Viehhändler zum Hof, sind es 5 Minuten circa. Ja, ja, ist schon mal eine Folge weg, ne? Ah, jetzt glaube ich, kommen wir über den Muncher, oder wie das heißt da? Ja. Ja. Wenn du jetzt einen blauen LKW siehst, dann bin ich. Ich glaube, ich werde mal für einen Viehhändler da mal einen Crossplay-Kurs einfahren. Kannst du machen. Denk dran, die Autos fahren eben schneller als normal, ne? So. So. Ich guck gerade wegen Blaulicht. Wegen Blaulicht? Hab keins. Aber ich hab Licht. Mach mal Fernlicht an, damit du das siehst. Komm ihm nicht entgegen. So. Hast dich verfahren, ich hab noch nicht gesehen. Verfahren? Nee, ich bin unterwegs Richtung Shop. Achso. Dann müsst ihr mich bald sehen, normalerweise. Die Straßen sind hier schmal, ne? Denkt dran, ne? Ich hab hier einen großen LKW. Jetzt bin ich gerade Richtung Hof 3 unterwegs. Ah, da! Ah, da kommt er schon. Ja, ja. Oh, mach ich dich nervös. Der Harvester, der hängt aber gescheit schief oben bei dir, oder? Ich täuscht. Oh ja. Ja, ja, irgendwo die Kurve ist da gewesen. So lange wird's aushalten. Das kann man ja auch nicht festmachen, ich weiß. Ich hab mir schon gedacht, der kommt runter jetzt da in der Kurve. Ja, Kollege, Schlag in der ersten Folge. Ganz kurz den Harvester wieder ein bisschen korrigieren. Geht ja so nicht. So, jetzt bin ich beim Zug.
auf welchen LKW abkoppeln. Oh, war auch nichts. So. Mann, das muss ich ganz uns eindrehen. Jetzt musst du Schweine kaufen. Jetzt bald zum Viehhändler dann Schweine kaufen. Das ist ja komplett zum anderen Ende. Ja, da hast du mal die Karte halb kennengelernt. Wie ist seine, ja, muss ich sowieso. Wie ist seine FPS-Saldo? Habe ich aktuell nicht eingeblendet, aber schauen wir. Läufst ruhig oder was? 60. Hab ich auch. 60, also zwischen 60 und 58 geht's so ein bisschen. Ja, das ist normaler Wert, denke ich so, ne? Hm. Ein bisschen schwanken darf er euch machen. Siehst du, wir sind einfach fast angekommen oben. Ah, läuft da sehr flüssig eigentlich, also wunderbar. Obwohl ich ab und zu habe ich vorhin zu kurze Aussitzer drinnen gehabt. Also ganz. Kann daran liegen, dass du zum Anfang zu den Shredder Cage geladen werden musst. Ne? Es kann sein, dass du da noch nicht warst, dass er da mal ganz kurz nachladen kann. Ne? Ja, wir haben ja noch früher Frühling, wir haben jetzt hier Regen und Dauerregen und ja, leider geht die erste Auszeit noch nicht, weil wir aktuell ja, zu kalt haben. Ne? Meine Zuschauer ganz kurz, ne? Das ist ungewohnt für mich, also jetzt ist es echt komisch. Ja, sonst sprichst du nur mit den Zuschauern. Genau. Jetzt ist es ein bisschen, ja, muss ich mir allgemein halten. Musik habe ich aktuell deaktiviert, aus Gründen der Verständigung erstmal. Mal sehen, später mal dazu nehmen. Ja, wir sind komplett neu und ich starte hier bei Runde 0, Bergbilder-Modus von Thüringen. So. Boah, wow, die Musik anmache, das hörst du nicht, oder? Hör ich das nicht, das hörst du. Sehr gut. Du hörst ja auch meine LKWs nicht, ne? Nee. Naja. Sonst wäre es hier irgendwie, naja, unrealistisch, ne? So, immer die ersten Bäume fällen. Ach, Wald kommt, muss ich auch noch. Ach, da fährst du schon, an meiner BGA vorbei. Die Silos jedenfalls. Also ich hatte jedenfalls zum Anfang den Spielstand. Grunde noch die drei Dateien getauscht. Zwar die gefixt wurden, und zwar Misthaufen anzeigen BGH, gewisse Höhenanpassungen sind vorgenommen worden. Das dürfte jetzt so passen, soweit alles. Ah, oh, hieß der Borkenkäfer, wir wurden alle Fälle. Alles Käferholz. Ja, muss weg. Aber ich könnte länger auf 1 Meter zu kurz. Einmal 10. Und Action. Ja, leider wieder Holz. Ja. Aber gut. Das ist für die ersten. Wir müssen uns die Kühe verdienen, sag mal so. Das heißt, man ja noch einen Anhänger holen für Holz verkaufen. Und so ein Spaß, ne? Für Schweinefutter kannst du ja so ein Silo kaufen, ne? Du musst ja nicht beim Händler kaufen. Kannst ja so ein Silo setzen. Ist da nichts im Hof unten? Muss man mal schauen. Weil ich weiß, musste ich alles einkaufen.
heißt, du müsstest, wenn du einen Dünger haben wolltest, musst du praktisch zu Raiffeisen fahren und dann Dünger per LKW kaufen. Dann kannst du es hier mit per, ja, so wie es DL auch ist. Dann kannst du den Dünger bei dir im Lager abgeben. So müssen wir fahren. Ich bin hier mit der Ende angelangt. Ja, da hast du die Kurve nach links genommen, ne? Und ist jetzt da. Solange du nicht runterfällst. Die Einfahrt habe ich verpasst. Ja, das macht er. Viele Wege schöner hoch, ne? Ja, sowieso. Die Waldwege kann man auch nutzen. Ich nehme jetzt den zum, wenn ich zum Hof vor die Waldwege. Kürzer. So ein bisschen nach und nach die Gegend kennenlernen, das ist mein automatisch. Ich bin ein paar Wochen hier unterwegs, ich glaube fast ein Jahr jetzt. Ja, da kennst du schon. Ja, leider habe ich den anderen Spielstand erstmal ruhen lassen. Ist ja nicht gelöscht. Weil 2-3, das ist zeitlich schwer machbar. Und ich komme auch am Ende durcheinander mit den ganzen Höfen. Und so starten wir halt mal neu. Aber im Grunde welchen Hof so ähnlich gestalten, wie die letzten auch. Aber ich habe ja jetzt die Stelle mal in ein geändert. Sollte jetzt funktionieren normalerweise. Mit dem Mist. Und dann den Mist haben wir dann zu Gold in der BGH. Genau. Das erste Schwein des Yorkshire ist das, das zu viele Jungen gibt, oder? Kriegen alle viele. Ich weiß nicht genau, welche Sorte da. Muss man drauflesen, was da steht. Hilft genügend. Leider gibt es hier keine Produktion für Schlachtvieh. Sonst hätte man hier schöne Metzger aufmachen können. Cool, Show, das war heute Teil 1. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und Winkel, Winkel und Ciao. Bis dann. Tschüss.